Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schlag den John, Spiel Nummer 9. Es geht um 9 fette Punkte. Hätte ich gerne, aber ich glaube die Community noch lieber, dann wird es nämlich wieder sehr spannend werden. Ja, um was geht's denn nun? Spiel Nummer 9, spielen wir ein sehr bekanntes Spiel, denn das Spiel heißt Ich packe meinen Koffer. Oh mein Gott. Entschuldigung. Oh Mann. Und antreten wird der gute Megasnake LP. Oh ja. Ich packe meinen Koffer und ich packe mir die PS3 ein. Nein, das Spiel wird ein bisschen anders ablaufen. Mhm. Und zwar werde ich euch vorgeben, was in den Koffer reinkommt. Also sprich jetzt nicht die Gegenstände, sondern welchen Bereich zum Beispiel... Nimm am besten zum Beispiel jetzt mein Beispiel Zelda Waffen zum Beispiel. Mhm. Alle Waffen von Zelda. Also aus der Spielereihe Zelda zum Beispiel. Dann dürft ihr nur dementsprechend die Sachen sagen. So zum Beispiel. Mhm. Dementsprechend. Wir spielen das. Ja, also man braucht zum Sieg 2 Runden. Also 2 Siege, dann hat man das komplette Spiel gewinnen. Sprich, wir spielen maximal 3 Wochen. 3 Wochen. Drei Wochen. Oh Gott. 3 Siege. Und es wird so sein, immer ein Abwechselmodus. Also erst sagt der eine ein Wort, der andere wiederholt es und sagt ein neues und immer so weiter. Bis einer dann wirklich einen Fehler macht bei der Auflistung oder nichts mehr weiß. Okay, also es ist so eine Mischung aus packe meinen Koffer und wer weiß mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so ungefähr kann man es auch sagen. Alles klar. Das klingt interessant. Gut, das machen wir. Gut, Megasnake LP, wir hören dich gleich wieder. In einer kleinen Runde, dann bis gleich. Jo, das sind wir wieder. Jawohl, das sind wir wieder. Und wir spielen, ich packe meinen Koffer, beziehungsweise wer weiß mehr, so eine Art, ja, Mischmasch draus. Moderator Arti ist auch unser Host in diesem Spiel. Genau. Und er wird uns nun eine Kategorie vorgeben. Wer 2 Siege macht, hast du gemeint, ne? Zuerst? Genau. Okay. Wer 2 Siege hat, also wer 2 Runden gewonnen hat, der gewinnt auch das ganze Spiel. Alles klar. Gut. Wer will anfangen von euch? Wir einen den anderen Vortritt lassen oder? Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, dort anzufangen. Keine Ahnung. Ja, wir können einen Vortritt lassen? Ich lasse meinen Gegner entscheiden. Ja. Ja, dann sag ich's mal, John, fang du an. Okay. Okay. Hallo? So, ja, okay. Ja. Moment. Bin nicht so ganz so schnell. Ne? Oh ja, lass dir Zeit. Weißt du, im Alter wird man langsamer. Ja, wem sagst du das? So, John fängt an. Ja. Genau. Es gibt keine Proberunde, weil ich denke mal, jeder kann das Spiel. Ja. Das wäre nicht. Kriegen wir hin. Ja. Wie gesagt, ihr müsst das Wort, ihr müsst alle Sachen, die der Gegner sagt, auch wiederholen, bloß euer eigenes, immer so weiter. Wie du ein ganz normales Spiel hast. So. Gut. Die erste Kategorie lautet Final Fantasy Charakter. Es sind alle Final Fantasy Teile. Alle Teile, ja. Alle Charaktere. Oh nein. Also auch die nicht spielbaren. Also bis Final Fantasy 12. Bis 12. Also auch wirklich alle, ne? Also nicht nur die spielbaren oder? Die Hauptcharakteren, die also Gruppen, die sehr, sehr viel mit der Story zu tun haben. Jetzt nicht für irgendwelche Nebencharakter, die mal so um die auftauchen, wie ich was Bürgermeister von... Der Verkäufer in der Stadt. Genau. Du warst nicht, also Hauptcharakteren, okay. Die wirklich story-relevante Charakteren sind. Alles klar, okay. Ja, ich muss anfangen. Der Satz ist auch Pflicht, ich packe meinen Koffer, muss auch immer dazu, ne? Genau. Okay. Ja, ich werde meinen Koffer natürlich etwas schön gestalten. Ne? Eine Sache noch, wo ich dazu, Entschuldigung. Der andere tut erst dann antworten, wenn ich natürlich sage, okay, alles richtig, alles korrekt. Ja, okay. Vor- und Nachnamen oder reicht der normale Name, der meistens gebräuchlich ist? Also es gibt Final Fantasy Teile, da gibt es sowieso nur einen Namen, aber bei manchen gibt es auch Nachnamen. Ich frage halt nur mal, weil... Nee, wenn dann kompletter Name. Kompletter Name, okay. Wenn da steht der Baron von Münchhausen, natürlich auch Baron von Münchhausen. Alles Münchhausen. Klar. Also es gibt einen Charakter, der noch so ähnlich heißt. Nee. Oder so.
Okay, ich packe meinen. Geht's um Zeit? Müssen wir schnell antworten? Nö. Okay. Also, ihr sollt dann natürlich, wenn da jetzt einer 10 Minuten die Zeit hat, sage ich, oh Mann, Ja. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Rinoa Hörtilly. Das stimmt, ja. Ich packe meinen Koffer mit Rinoa Hörtilly und Squall. Ja. Muss ja vollständiger Name sein, oder? Weil Squall hat noch einen Nachnamen. Ja, den weiß ich nicht. Moment. Ich könnte ihn sagen, also muss nicht gucken. Squall hat ja schon einen Nachnamen. Weißt du wirklich nicht, wie der heißt? Nee. Hast du noch 10 Sekunden Bedenkzeit? 10? 9? 8? 7? Ich weiß es nicht, brauchst du nicht runter zu zählen. Okay, dann hat Johnny erst ohne gewonnen. Ja. Wäre Squall Leonhard gewesen. Genau. Kommt sogar später nochmal im Spiel vor. Okay. Ja. Ja, das Johnny 10 hattest du eigentlich schon. Die im Garten, wo er noch, wo Riona ihn fragt, was für eine Kette ist. Ja, klar, stimmt. Okay, Mega Smash LP fängt an. Jetzt vier wieder Final Fantasy. Ach so, ne? Nee. Moment, stimmt. Danke. Nächste Kategorie. Lautet NES-Spiele. Was ist das? Nintendo Entertainment System. Dieses 8-Bit-Teil, Genau. Nee, war ja doch 8-Bit. Ja. 16-Bit war das Super Nintendo. Ach so, ja, das sagt mir eher was. Der Vorgänger, ja. Super Nintendo, ja. Also der Vorgänger vom Super Nintendo, ne? Meint er? Ja, nee, den Nintendo meine ich jetzt. Den ganz normalen NES. Spiele auf dem NES. Oh Mann. Ja, ich packe meinen Koffer mit Sonic. Heißt das. Sonic? Ja, ganz einfach. Ich glaube, das war die Konkurrenz von Sega, die den Sonic hatten. Ja, aber das, weil ich weiß, hatten die, weil ich habe ja selber eine alte Nintendo, da hatten die aber auch, da hatte ich auch Sonic für. Das kann nicht sein. Das wäre. Nein, tut mir leid. Hm? Sonic gab's nicht für den NES. Ja, das ist, das war immer der große Krieg, weiß nicht. Mario ja, versus Sonic. Sonic war mit auf dem, was du jetzt meinst, es gibt ja schon Sonic, aber das ist jetzt bei Sega von Nintendo aufgekauft worden ist. Beziehungsweise die machen jetzt, glaube ich, Zusammenarbeit oder so. Weil Sega jetzt eine Spieleplattform geworden ist und keine Spielekonsole mehr hat. Aber Sonic war die erste Spiel auf dem Sega oder Sega Mega Drive? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, Master System. Kam, glaube ich, Sonic zum ersten Mal. Ja, irgendwie so ein altes System war das auf jeden Fall. Nie gespielt. Tja. Oh, ja, schnelles Spiel, kurze Runde. Ja, das war dämlich. War ja. Definitiv sagen, das kürzeste Spiel der Schlag John der Jockey. Ja, okay, kann man nichts machen. War ein bisschen Pech. Ja. Tut mir auch leid. Ich selbst mag ja auch eher spannendere Matches, also ist jetzt nicht so, dass ich, wisst schon, wie ich es meine. Ja. Aber so ist es halt manchmal. Mein Gott, da weiß man halt nicht, wie es endet bei so Spielen, die einen auf einen zukommen. Das ist ja auch der Reiz an diesem Spielsystem. Ich sag's mal so viel, ich wette mit euch, das nächste Spiel wird spannender. Wette ich einfach mal. Kurz zu den Punkten, die können wir jetzt auch noch hier schnell abhandeln. Genau, das war Spiel Nummer 9. Damit steht es 11 zu 34 für dich schon. Korrekt. Ohoho. Ja, langsam hat man sich dann ein kleines Polsterchen aufgebaut. Aber hey, 10 Punkte, 11 Punkte, 12 Punkte, 13 Punkte, 14, 15. Da ist noch alles drin. Wenn die zwei Spiele gewinnt, sind sie mit einem Punkt hinter dir. Also eben. So schnell kann's gehen. Kann sich alles noch ändern. Richtig. Ja. Und das sehen wir eventuell übermorgen. Bis dann. Macht's gut.